Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von Harveys neuen Augen. Ja, ich dachte mir mal, komm, das Spiel ist geil. Ich hab's schon mal durch. Also, so fast. Und das ist auch schon ein bisschen her. Und da dachte ich mir, komm, let's playst du's mal. Und ja. Das Problem ist, ich habe einen Kack-PC. Die unter euch, die mich schon länger kennen, wissen das. Ja, das Intro laggt ein bisschen. Ansonsten würde es eigentlich passen. Gut, also beschwert euch nicht. Jo, dann mal los. Oh, da spielt einer gerade Team Fortress. Wer hätte es gedacht? Immerhin ist der Ton okay. Das Bild hängt ein bisschen, also wundert euch nicht. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen. Nee, das leckt gar nicht. Sich alles überhaupt nicht. Schon Das ist alles so ganz gut normal. wie geschehen. Also reiß dich zusammen. So ist es auch im richtigen Spiel, also. Realistisch gesehen Ist jetzt noch alles gut. sind es doch nur ein paar Schrammen. Sammelt auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Nadel und Faden? Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Sammelt auf, sonst gibt's Narben.
Ich kann Kinder nicht bluten sehen. So, meine Lieben, das war jetzt das Intro und es laggt auch wirklich nur in den Videos. Hoffe ich mal. Oder so. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Hallo. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Hey. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Was? Das ist durchaus schade. Was? Es wäre eine gute Geschichte geworden. Ah. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Okay. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Oh. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Oh, die ist aber liebenswert. Kinder machen mich noch wahnsinnig. Rassist! So. Kapitel 1. Die Klosterschule. Wer ist das denn? Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-Kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tüdelü. Die arme Lilly. Tutorial. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Okay. Wollt ihr das Tutorial spielen? Nein, ich kenne das. Okay. Ja, wie gesagt, first time. So, Ja, ich, hallo? Egal. Ich wollte die Musik jetzt eigentlich ein bisschen leiser machen, aber das ist dann wohl gerade nicht möglich. Okay, wir müssen das Laub zusammenkehren. Das macht sich aber schön. So, Laub. Kehr das Laub. So, und jetzt? Ja, das würde sie jetzt andauernd machen. Wir müssen einfach mal hier auf so eine Steinplatte gehen. Gack. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Oh, da passiert ja was. Das ist ja nicht zum Aushalten. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich hab doch... Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nein, aber... Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Du Dumme. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Nein. Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist, der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also okay. Noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, hey. Beete umgraben. Zweitens,
den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Okay. Olle Zippe. So, unser Auerwollknäuel, Hake. So, jetzt Einstellungen. Einstellungen. So, Musik. Musik ist ein bisschen laut. Sound ist ein bisschen laut. Und weiter. Ach ja. Also, wir sollen Termiten loswerden. So, hier sind Termiten. Wie gesagt, das Spiel ist halb blind. Ich habe es schon mal gespielt. Und, ja. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Ja, also mit Linksklick laber ich mit den Leuten, mit Rechtsklick schaut Lilly sich das an und der Kommentator, sagt er immer was dazu. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Grab. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Okay. Schatz also. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Weiß nicht. Könnte gefährlich werden, wenn man hier so, naja, schaukelt und dann der Baum wegbricht unter einem. Ach ja. Kellerfenster. Ich entschuldige auch diese Ladezeiten, aber irgendwie kann ich dafür auch nichts. So, Pinsel. Hier, Presslufthammer. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Hallo, ich will, dass du dahin gehst. Egal. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Oh, scheiße. Okay. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir diese ganzen Kommentatoren-Sachen nie angehört habe. Gut, Kellertür ist halt abgeschlossen. Gehen wir mal zum Brunnen. Gepresste Luft hämmern. Okay. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch.